mache einfach. Und wenn das Machen von außen als Kunst bezeichnet wird oder etikettiert wird, umso besser. Da lasse ich mich gerne überraschen. Also ich stehe immer um 6:15 auf und nachdem alle Mäuse hier aus dem Haus sind, gehe ich gleich in die Werkstatt und fange an. Also das hat jeder Freiberufler, das Problem, dass man sich am eigenen Job verpacken muss, wie Münchhausen. Und das fällt mir aber auch ganz leicht. Ich bin Frühaufsteher und dann gehe ich auch gleich ran. Was ich sehr mag an meinem Berufsbild, so wie es sich entwickelt hat, ist eigentlich das Springen in verschiedenen Materialien. Das macht mir große Freude. Das ist vielleicht auch ein bisschen so ein psychologischer Moment des Fluchtverhaltens, was man ja hat bei der Arbeit, wo ich an dem einen Tisch fange ich an mit einer kleinen, zarten Collage. Und wenn es dann nichts wird, dann springe ich und dann mache ich am anderen Tisch, mache ich dann irgendwas, wo ich dann sagen kann, ich kann es eigentlich doch lässig und gut. Und dann werde ich sehen, ob ich zum anderen Tisch wieder zurückkehre. Das fängt beim Bleistift und Papier an. Das geht über Buntstifte, Wasserfarben, Aquarellfarben, wasserlösliche Ölfarben, die ich auch so ein bisschen entdeckt habe für mich. Dann Keramik, Ton. Also ich habe Freude an Werkstoffen, an dem Haptischen. Ich glaube, von meinem Grundwesenszug her bin ich eher perfektionistisch, habe einen sehr hohen Anspruch an mich selbst. Aber ich bin da auch so ein bisschen über die Unzulänglichkeit der Welt entsetzt, über meine eigene Unzulänglichkeit. Und um da wieder rauszukommen, hilft mir eigentlich nur so ein Stück Humor oder so eine Liebe zu den Fehlern. Und das ist vielleicht auch die Themenwelt, die sich mir so aufgedrängt hat. Das ist eigentlich getragen von einer Liebe zur Menschheit und den kleinen Fehlern, meinen eigenen und denen der anderen. Also ich glaube auch, dass Menschen durch ihre Fehler, Unzulänglichkeiten, Schrulligkeiten dadurch einzigartig und liebenswert sind. Man kann sein Leben nicht verlängern, aber man kann es verbreitern. Und verbreitern, das empfinde ich eigentlich dadurch, dass man an anderen Leben teilhat. Und das tun wir alle ständig. Das heißt, wir schauen uns Filme an mit Herzschmerz, Mord und so weiter und tauchen in andere Leben ein. Und das funktioniert eigentlich wiederum auch nur durch Empathiefähigkeit. Und für mich selber sich in andere Menschen hineinversetzen und ihre Schrulligkeiten entdecken, ihre Einzigartigkeit und die möglichst reduziert abzubilden, das macht mir große Freude.